herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Jerome Reh, ich bin Therapeut und Schamane. Und besonders bin ich einfach ein Mensch, der sich ganz tief dafür interessiert, was uns verbunden und frei, was uns glücklich macht, was uns individuell, aber auch als Kollektiv wirklich erfüllt. Und in diesem Video begleite ich dich im zweiten Teil auf eine innere Reise, was darum geht, ja, einfach ein bisschen tiefer in deine Natur einzutauchen, idealerweise ganz tief sogar oder mindestens ein bisschen Entspannung zu erfahren und deinem System einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ich bin gerade zurück aus einer Reise, circa einen Monat war ich unterwegs auf Mauritius, wo ich schon gut kenne, wo ich Menschen zu Delfinen und Walen begleite und noch einen kurzen Moment auch auf Madagaskar, wo für mich eine unglaubliche Entdeckung war und wo ich auch noch am Integrieren und Verarbeiten bin. Was für mich aber ganz präsent ist, ist der Moment, dass diese Menschen auch sind einer großen Armut konfrontiert und da geht es tatsächlich jeden Tag wirklich ums Überleben für ganz viele Menschen. Also dass heute was zu essen auf dem Tisch ist und ja. Und spannend ist aber, dass diese Menschen, zumindest die meisten, für mich viel mehr Leichtigkeit und Lebensfreude ausstrahlen als die meisten Menschen hier in Europa. Dass die meisten Menschen aus Orten, die schon materiell entwickelter sind, mehr entwickelt sind. Und das ist eigentlich ja verrückt, weil die haben ja tatsächlich mit Überlebensthemen zu tun und da müsste ja ein Dauerstress sein oder absolut Notbedingungen. Und ja, das kann sicher bei einigen so sein, vor allem wenn sie noch krank werden, aber es ist wirklich nicht zu spüren, dass Menschen dort so viel Depression und komische Krankheiten, psychologische Krankheiten entwickeln. Und für mich ist die Erklärung, dass da wirklich das innere Erleben und das äußere Erleben kohärent ist. Das heißt, es geht um Überleben und da draußen gehen sie in die Natur fischen oder Getreide anbauen. Und da geht es halt darum, um dieses Überleben. Das ist harte Arbeit, aber es gibt da draußen eine Entsprechung, wie es sich da drin anfühlt. Es ist kohärent. Es geht ums Überleben. Ich mache etwas, ich gehe in Handlung und bin mehr oder weniger damit erfolgreich. Im Westen aber, in Ländern, wo wir so viel, es gab ja noch nie so viel materielles, nur so viel Essen, so viel Schutz, so viel Sicherheit, äußere Sicherheit zur Verfügung wie heute. Und trotzdem sehe ich die meisten Menschen, ich würde sogar sagen, sind wir Meister darin, inneren Stress zu haben. Als wären wir in diesem Überlebensstress geblieben, aber die äußere Welt ist nicht mehr kohärent mit dem. Natürlich wird uns suggeriert, du musst leisten, damit du leben kannst, du musst dieses Papier haben, das man Geld nennt, damit du überhaupt überlebst und sonst bist du ja tot. Das sind ja so totale fiktive Ideen, die ja nicht wirklich stimmen, die natürlich in uns auch konditioniert wurden. Das ist ja schon ganz klar. Die Frage ist einfach, wieso tun wir uns diesen Stress noch an? Weil der entspricht nicht mehr der tatsächlichen Wahrheit, die im Äußeren ist. Das heißt, wir könnten uns fokussieren auf das, was jetzt essentiell ist. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir zu essen haben. Natürlich wäre es jetzt noch gut, wenn wir das besser weltweit verteilen, ist keine Frage. Was wir uns aber besonders nicht gekümmert haben, weil dann würden wir das teilen, davon bin ich überzeugt, wir haben uns nicht um die Beziehungen gekümmert. Wir haben also die Ebene des Überlebens gesichert, merken aber nicht, um welche Ebene es jetzt geht. Es würde eigentlich ganz krass um die Beziehungsebene gehen, dass wir merken, dass wir eben in Kooperation besser funktionieren, dass wir unterbewusst oder manchmal bewusst noch Machtkämpfe haben und dass wir eben den einen oder den anderen beziehungsweise als Gefahr ansehen oder uns gegenseitig als Gefahr ansehen und deshalb ganz viel Stress in unserem System ist. Also jeder kämpft für sich. Haben wir eine andere Sprache dafür? Jeder kämpft für sich allein.
nach irgendetwas und weiß nicht mehr genau für was, vielleicht für eine Vision. Und glaubt dann, ja, wenn wir jetzt erfolgreich sind und ganz viel Geld haben, dann sind wir sicher frei. Ja, ist halt relativ. Also diese innere Freiheit und Verbundenheit, die wir suchen, die ist nicht über diesen Weg zu erreichen, sondern die geht darum, dass wir uns anschauen, wie es uns im Bindungs- und Beziehungskontext jetzt geht. Also wie bin ich in Verbindung mit dem anderen? Und ich lade dich in diese Reise ein, einfach das mal ein bisschen anzuschauen, zu spüren und dich vielleicht noch ein bisschen mehr zu entspannen, was da für Potenziale brach liegen, wenn du heute leben kannst. Und vielleicht auch für einen ganz kurzen Moment, dass es gar keine Gefahr da draußen gibt. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen entdecken, was für Schutzsysteme in dir sind, das Ego ein bisschen beruhigen, deine Seele ein bisschen mehr fließen lassen, um dich ums Essentielle zu kümmern. Man kann sagen, um die Liebe, um den Frieden, um das, was wir wirklich sind und nicht mehr nur ums Überleben. Ich wünsche dir eine wundervolle Reise. Ich lade dich ein, dich gemütlich einzurichten und du hörst schon die Trommel. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass dann deine Augen sanft schließen. Es ist eine Seelensprache und die lädt einfach deine Seele ein und alle Energien, die dich schützen, nähren deinen Raum, unseren Raum. Mit der Wahrheit füllen da. Dein Licht, deine Seele einfach einzuladen. Und dir schon einfach diesen Moment zu gönnen, vielleicht 10, 15 Minuten, wo du einfach mal beobachten kannst, was da so geschieht in dir. Ich gehe davon aus, dass du in einem geschützten Raum bist, also mach diese Reise nicht irgendwo an einem Ort, wo du gestört wirst oder jemand rein platzen kann, dein Handy ausgeschaltet ist. Lass dir wirklich diese 10, 15 Minuten Zeit und du bist geschützt und frei. Jeder Atemzug ist Freiheit und eine neue Möglichkeit. Es ist jetzt ein neuer Moment, nämlich egal, was mal passiert ist. Ist jetzt ein neuer Moment da. Ungataka iemo, ashke ya atakamba toa, tinga ya maka iemo manena, tienda kayemo. Und jeder Atemzug ist dieser neue Moment, und jedes Einatmen ist das neue Leben, und jedes Ausatmen ist das Loslassen, das Sterbenlassen des Alten. Du kannst einfach beobachten, was gerade in dir ist. Und stell dir vor, du musst nichts festhalten. Und du darfst dir einfach den Raum gönnen, der gerade gut tut. Du nimmst wahr, dass im Körper Empfindungen sind. Vielleicht warm, kalt, Druck, Enge, vielleicht sogar ein bisschen Schmerzen. Vielleicht Leichtigkeit. Nimmst du Emotionen wahr, wie Wut, Freude, Trauer, Unsicherheit? Beobachte die einfach. Und vielleicht nimmst du Gedanken wahr, die kommen und gehen.
Sammel symbolisiert das ewige Leben. Ich lade dich ein, einfach mit diesem Rhythmus dich zu verbinden. Und es ist das Leben, das sich ständig erneuert. Für einen Moment vor, wie es ist, wenn einfach das Überleben einfach sicher ist. Anders gesagt, wie wäre es, wenn du in deinem Erleben drin einfach Unterstützung spüren kannst und Freiheit spüren kannst? Es darf einfach so mal als Idee da sein. Es muss sich noch gar nicht so anfühlen. Aber wie wär's, wenn du ganz tief willkommen bist mit all dem, was du bist? Dich jetzt mal zu schauen in dir drin. Wie es bei dir in Beziehung steht. Mit dir und auch deinen Nächsten. Wo hast du Tendenz zu flüchten? Innerlich zu flüchten. Nichts zu sagen, was in dir gerade passiert. Vielleicht hast du auch Tendenz, einfach überall Verantwortung zu übernehmen und alles regeln zu wollen. Strategien, die haben mal Sinn gemacht. Es hat dir mal gedient zum Überleben und vielleicht um ein bisschen Kontakt und Liebe zu erfahren. Es hat dir gedient, um vielleicht ein bisschen Freiheit zu erfahren. Es hat dir gedient, um in dem System, wo du aufgewachsen bist, in dem Umfeld, zu überleben. Thank you.
Wie wär's, wenn du dir erlauben kannst, heute die Möglichkeit sehen kannst, in tiefen Kontakt gehen zu können, tiefer eintauchen zu dürfen, zu können? Dort Licht und Liebe einfließen zu lassen, nur zu wenig Unterstützung war oder wo vielleicht erdrückende Liebe da war, wo du deinen Raum nicht gekriegt hast oder wo einfach zu wenig Präsenz war, zu wenig Liebe. Und wie wäre es, wenn du dir jetzt auch diesen Raum geben kannst und Liebe geben kannst, Präsenz? Du bist vom Leben auserwählt. Wie ist es, der Möglichkeit Raum zu geben, das Leben einfach durch dich fließen zu lassen? Ohne wirklich zu wissen, kognitiv, was das bedeutet. Kannst du es spüren? Ich lade dich einen Moment, eine oder beide Hände aufs Herz zu legen und einfach dieses Herz zu spüren, zu schauen, was das noch gerade braucht. An Verbindung und Liebe und Freiheit. In Verbundenheit und Freiheit da sein darf. Du in deiner Präsenz, in deiner Kraft stehen darfst.
Wanda Yamaka Imbo. Ein, zwei, drei tiefe, tiefe Atemzüge zu nehmen und wahrzunehmen, wie es sich gerade anfühlt und dann deine Augen zu öffnen für den neuen Moment. Ja, lieber, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Mensch, vielleicht kannst du auch gerade über diesen Weg ein bisschen Kontakt spüren. Und merken, du bist nicht allein. Herzlich willkommen hier. Du kannst gerne in der Beschreibung siehst du meine Homepage, meine Angebote. Du kannst gerne schauen, ob dich was anspricht, ob wir in Kontakt kommen, wenn dich das anspricht und möchtest. Auf jeden Fall lade ich dich ein, einfach zu leben und deinen Visionen, Impulsen zu folgen und ja, wirklich zu leben. Herzlich willkommen. Au.